Wunderschön machst du das dann. Hallo, was macht ihr da? Ich weiß auch nicht, was Dani da macht. Ich brauche die nächste Tankstelle. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ach, jetzt doch tanken, oder wie? Ja, ich habe nur 160 Liter Tank. Oh Gott, da ist eine fucking Maut. Ach, da ist eine Tankstelle. Fuck you! Stimmt, kannst du eigentlich Maut bezahlen, wenn du kein Geld mehr hast? Ja, kann er. Ich oh gehe nur weiter ins Minus rein. Ja, gehst nur weiter ins Minus rein. Ich meine, du hast ja jetzt ein Auto, also von daher, mehr brauchst du ja gar nicht. Naja, Motor 5-15 mal wieder. Ey Dani, du kannst hier durchfahren, wusstest du das schon? Mist! Schade, die Schranke war noch offen, ich dachte, ich kann durchfahren. Hallo? Ich hab Maut bezahlt, aber ich kann mich durch die Schranke durch. Hahaha. Ernsthaft, oder was? Ja. Jetzt. Aber eben gerade ist die Schranke nicht aufgegangen. Ich habe jetzt zweimal bezahlt. Voll die Verarsche hier. Großzügig. Slalom. Hooray. Vielleicht hier so klatscht Dani an der Wand. Es ist wohl gern. Ja, eigentlich schon. Ich habe immer noch für 250 Kilometer Tank, alles klar. Wie viel? 250 Kilometer habe ich noch Tank. Ja, 193 fahren wir noch. Also wenn du nicht zu schnell fährst, dann klappt das. Lass dich einfach auf dem MS ausrollen. Außerdem kommt er von der Tankstelle. Also ich bin ja schon mal mit irgendwie so 2 oder 3 Litern oder so in die Tankstelle gerollt. Das war sogar in der Aufnahme. Gerade noch mit einem. Was ist eine Tankstelle? Ja, da kommt eine Tankstelle. Da ist ein Parkplatz. Achso, weiter hinten ist Tankstelle. Also geht einfach gar. Schnell, komm, Mike. Zupacken? Okay, machen wir. 50% Schaden. Ah, okay, es ist die Grenze nach... Ja, das Problem ist... Ja, okay, warte. Italien. Viva l'Italia! Ich damit ein. So. Ich tanke mal. Ich auch. Könnt ihr meinen Motor hören? Ja. Hab ich gerade geschoben, Dani? Ja. Oh. Dani schiebt einfach rückwärts. Ja gut, also. Mein Motor ist abgesoffen. Oh scheiße, mein Headset ist runtergefallen. Okay, mein Motor geht wieder. Oh. Dani, versuch's zu schieben, aber funktioniert nicht. Oh Gott. Ah. Nein, Dani, du darfst jetzt nicht nachgeben. Ergibner! You shall not pass! Oh, jetzt ist Ende. Ja, komm. Bevor wir noch gekickt werden oder so. Ich will jetzt eigentlich so vorwärts fahren, bitte. Achso. Ich will. Hast du gehört, Mike? Dein Getriebe. Oh mein Gott. Hä, ja, manchmal funktioniert das. Manchmal kann man einfach so vorwärts fahren. Nein, Dani. Aus. Dani, aus. Oh mein Gott, was tut das? Ich bekomme keinen Schaden. Na, scheiß drauf. Lohnt sich nicht, ich habe 38% Schaden. Ich habe 47. Boah, 39. Mal wieder habe ich so viel zugeschaut. Also ich park jetzt hier. Oh schade, ich dachte ich halt früher an. Hallo. Oh scheiße. Alter, dieser Rückwärtsgang. So einen will ich auch mal in echt haben. Dann fahre ich nur noch rückwärts den ganzen Tag. Bis ganz kurz unser Parkplatz und ganz langsam fahren, weil hinter dir Leute sind noch mal bumm. Ja, das ist dann halt so ein Nachteil, ne? Aber fährst einfach über die Autos drüber. Also passt schon. Da habe ich so ein Eiswolf flippen sehen. Das hat funktioniert, oh mein Gott. Ich hab den ganz dezent reingerast wie in die Scheiße im Maut. Oh mein
Fuck you einfach, Dani. Fuck you einfach. Oh, scheiße. Ich bin dann mal weg. Oh ja! Oh nein, man kann hier nicht hochfahren. Scheiße, ich wollte da hochfahren. Warum? Kannst du doch. Mach mal. Ja, nur einmal. Die vermiesen einem jeden Spaß. Okay. Ach du. Komm, mit 160 hier durch die Kurven. So muss das. Ich glaube, das Auto hat 6 Gänge. Ja, ich bin im 6. Gang. Oh. Ich auch. Ich bin mit 160 Sachen im 5. Gang. Weil der Motor fast total Schaden hat. Mal wieder. Nee, das ist auch normal. Ja, was machst du denn auch dauernd? Oh, 100 und 210. 203. Ja. 212, 213. Mein Motor ist abgesoffen, Dani. Oh, scheiße. Okay, jetzt ist es wieder angegangen. Oh nein. Oh, meine Nase hat gejuckt. Ich musste den Controller gehen lassen. Ah! Let go. Boah, Motorfehlfunktion, während du 200 fährst. Oh, fuck, fast umgekippt. Ja, best moment ever. Wir fahren ja. Oh, das ist einfach genau wie in der Fahrschule so. Also jetzt so vom Autobahnfahrverhalten her. Weißt du, fährst so auf der Autobahn 150, nein! 160, hallo Dani. 160, 170 und dann denkst du dir so, ja, so langsam könnte ich nochmal in den 6. Gang schalten. Ramm mich um. Warte, Moment. Rückwärtsgang. Oh, das möchte ich gerne sehen. Na, ob das was wird? Ich weiß ja nicht. Nein, irgendwie nicht geradeaus fahren. Ja. Kannst du es hören, Dani? Moment, was ist denn eigentlich in der Nähe? Wir sind in der Nähe von, ja, Verona. Ich würde sagen, dann kommst du nach Verona, wenn du dich jetzt zurücksetzt. Mal, komm mal her. Wieso? Hör mal den Motor an. Okay, warte kurz, ich mach das einfach mit, ich cheate einfach. Oh, er funktioniert! Ja, ich bin in Verona. Er ist angesprungen. Ja, warte, bremst nochmal. Also, warte. So, jetzt. Okay. Und eben gerade sah es komisch aus. Eben gerade war das Bremslicht über der Heckklappe irgendwie. Hey Mann, wenn mein Motor, wie das sich anhört. Ich höre das nicht. Nicht? Ja, hört sich halt ganz normal an irgendwie. Seid ihr in der Runde? Ganz normal. Er schnurrt. Komm, wir geben Gas. Ich fahre jetzt mal mit Außenansicht. Könnte ein bisschen lauter werden, aber ich habe jetzt gerade Lust zu. So ein bisschen Need for Speed Feeling oder so. Man kann ganz dezent meinen scheiß Getriebe hören. Ach du. Ja gut, also. Nein! 99%. Ja, ja, also. 100%. Ja. Bitte Werkstatt aufsuchen, also. Ja, ich hab 100% mir mal jetzt. Ich glaube, mein Motor funktioniert gar nicht mehr. Mike, ganz dezent 100%. Ja gut, ne? Hab ich gern getan, also. Kein Problem. What the fuck, wie hat das denn. Wie ging das? Wie? Abschleppdienst abrufen, ja. Gott. 100% Schaden. Das schaffen glaube ich nur wir. Ja. Und das zwei miteinander habe ich über 90 gehabt. Hallo da. Ey, das war voll geil. Ich bin voll gehüpft. Lustig. Mach das nochmal. Okay, warte. 100% Fahrwert, 30.000. 34.000 müsste ich wieder zeigen. Ich bin jetzt fast 50.000 im Minus. Fühlt sich echt an wie Need for Speed. Oh, kennst du noch in Need for Speed Most Wanted, wo du so im freien Modus rumfahren konntest und dann in die. Ja. Deine Werkstatt so reindriften und so. Das war voll geil. Gerade so, genauso hat sich das gerade angefühlt. Nur halt ein bisschen langsamer. Moment mal, ich habe keinen Schaden bekommen. Na, aber du bist in die Luft geflogen, das war schön. Na, ich bin leicht nach oben gehüpft. Jetzt habe ich einmal
Verona besucht. Können wir auch wieder gehen. Okay. Ich bin einmal über Verona drüber gerutscht, also. Jetzt bin ich glücklich. Über die von Dieter Bowen. Ja, genau, über die. Nee, also. Tut mir leid, aber. Der ihr Nevea liegt sehr weit entfernt, meine. So etwas. Halt's Maul, Dani. Dann lügt einfach nur, du sagst halt's Maul. Okay, ich würde sagen, wir sind in Verona angekommen. Oh, wir können ja mal tanken. Bist Guck du drauf gekommen? Nein, nicht drauf. Oh. Innen drin. Was? Warum ist denn da eigentlich so ein komischer Pfosten? Ich weiß auch nicht. Egal. Ich würde sagen, ich stelle mich jetzt einfach hier hin. So. Und dann, ja, beenden wir jetzt hier die Aufnahme. Ja, genau, oder du nicht? Bist da erstmal in der Wand drin. Ja, ich habe die große Werkstatt. Ach so. Hihi. Halt's nur, Dani. Ich kann halt in Wände fahren. Ich kann's halt einfach. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und, ja. Ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Aufnahme wieder und so. Heißt Autofahren gegen die Wand. Dani stinkt. Fick dich. Love you too.